Dieses Video von Thorsten Butsch beschäftigt sich mit dem Thema Stromsparstecker. Ich habe mir etwas Nutzloses gekauft. Das hier ist ein Gerät, was angeblich Strom sparen soll. Aufgrund des Energieerhaltungssatzes kann man schon gleich sagen, das wird nicht funktionieren. Aber ich war neugierig und will eigentlich mal wissen, was ist da drin? Ist da überhaupt was drin? Naja, probieren wir es aus. Zufälligerweise habe ich eine Steckdose und wenn ich das hier reinstecke, leuchtet's. Also ist offensichtlich was drin. Also gehe ich jetzt her. Und nur mal so zum Spaß habe ich hier ein Messgerät. Und mit diesem Messgerät finde ich heraus, dass es erstmal Energie benötigt. Und zwar habe ich hier einmal die Spannung und die Stromstärke. Und bei der Stromstärke kann ich hier 24 mA ablesen. Das würde so ungefähr hinkommen. So eine LED hat typischerweise benötigt eine Stromstärke von 20 mA. Gut. Jetzt kann man nochmal, vielleicht ist das noch ganz interessant, sich hier den PF, Power Faktor, angucken. Der ist eigentlich in großen Industrieanlagen interessant. Man muss wissen, und daher komme ich da drauf, die auf der Packung von diesem Gerät stand, dass es die Phasenverschiebung beeinflussen möchte. Was ist das Problem? Das betrifft eigentlich nur Industrieanlagen. Zu Hause ist das überhaupt gar kein Thema. In großen Industrieanlagen, wenn man zum Beispiel viele Motoren und solche Sachen hat, hat man sehr viele induktive Lasten. Und diese induktiven Lasten sorgen dafür, dass halt Spannung und Stromstärke, dass das nicht mehr in Phase ist, sondern sich verschiebt. Was heißt das auf Deutsch? Ganz einfach, es gibt einmal die Leistung, die vom Energieanbieter, also sprich von meinem Stromlieferanten, angeliefert wird. Und es gibt die Leistung, die letztendlich umgesetzt wird. Die Leistung, die umgesetzt wird, ist die sogenannte Wirkleistung. Und die Leistung, die der Stromanbieter liefert, ist die Scheinleistung. Und im Idealfall ist beides das Gleiche. Das hätte ich beim Powerfaktor von 1, von 100%. Wenn jetzt aber sich das Ganze praktisch Stromstärke und Spannung beim Wechselstrom, geht das ja immer rauf, runter. Und wenn das nicht mehr gemeinsam rauf, runter geht, also sprich nicht mehr in Phase ist, habe ich einen anderen Powerfaktor. Und dann kann es mir passieren, dass der Powerfaktor kleiner als 1 ist, deutlich kleiner als 1 ist. Und viele Stromanbieter haben dann für diesen Fall auch zwei verschiedene Tarife. Das heißt, die berechnen die Wirk- und die Scheinleistung extra. Und um das zu vermeiden, guckt man normalerweise, dass man so kapazitive und induktive Lasten, dass sich das irgendwie ausgleicht. Und dass man halt, man ist bemüht, einen Powerfaktor dann halt nahe 1 zu bekommen. Das ist aber zu Hause überhaupt gar kein Thema. Zumal die Geräte zu Hause schon so designt sind, dass sie einen Powerfaktor nahe 1 haben. Gut. Soweit, so gut. Jetzt schauen wir mal da rein. Und hier QC, Quality Check. Und was haben wir hier? CE, OHS, also verschiedene Labels. Klingt vertrauenswürdig. Gut. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit.
Uha, hier ist noch eine Schraube. Und was habe ich hier? Fällt das geht nicht weiter ab. Gut, Plastik kann man zur Seite. Und hier habe ich eine Platine. Was habe ich hier drauf? Ich habe hier drauf ein paar Widerstände, eine LED. Oh Wunder. Das hier sieht aus wie ein Gleichrichter. Den brauche ich für eine LED. Meinetwegen. Sofern ist hier erstmal nichts Überraschendes drauf. Widerstände, Gleichrichter, LED. Eigentlich alles, was man um eine LED zu betreiben braucht. Gut, hier auf der anderen Seite habe ich Kondensatoren. Das hier sieht aus wie so eine Drossel. Aber jetzt auch nichts irgendwie Weltbewegendes. Interessant ist dieses Kästchen, das nicht beschriftet ist. Auch dafür habe ich einen Trick. Ich will jetzt wissen, was da in dem Kästchen ist. Also, und da versuche ich erstmal intelligent dran zu gehen. Was heißt intelligent? Naja, ganz einfach. Ich habe hier ein schönes Messgerät aus China. Und dieses schöne Messgerät hat eine ganz tolle Eigenschaft. Es kann herausfinden, um was für ein elektronisches Bauteil es sich handelt. Also entweder ist hier eine geheime Schaltung drin oder es ist einfach nur ein Bauteil. Ich tippe mal von der Form her auf einen Kondensator. Mal gucken, ob ich mit dem Tipp richtig bin. Ich gebe das hier 1 und 2. Ups, da geblieben. So, das Teil ist angeschlossen. Und Start. Testing. No, unknown or damaged part. Okay. Er mag es nicht. Kann es noch einmal probieren. Gehe ich hier 1 und 3 diese Anschlüsse nehme. Okay, nochmal. Jetzt Testing. Nein, mag er nicht. Gut. Normalerweise ist das Ding sehr zuverlässig. Aber wenn er nicht mag, dann haben wir andere Möglichkeiten. So, hier ist das Teil. Und dann spannen wir das mal hier ein. Und zack. Und schon ist es durch. Okay, das ist interessant. Ich habe hier ich auch so noch nie gesehen. Das Kondensator? Das Sand drin? Sand? Frage ist, ob das Zeug oder an die andere. Also ich halte es mal an die Kamera.
In der Hoffnung, dass man was erkennt. Also wenn es ein Kondensator wäre, hätte ich jetzt irgendwelche Schichten vermutet. Kondensatoren sind ja normalerweise Folien aufgewickelt. Aber das kann ich jetzt hier nicht so erkennen. Oder ist das einfach nur eine Trampe? Sind die Kabel überhaupt irgendwo angeschlossen? Das sieht so ein bisschen wie Epoxidharz aus. Epoxidharz, was in verbuchen wir es unter rätselhaft. Also wie gesagt, Kondensator kann ich nicht erkennen. Ich hätte jetzt hier verschiedene Schichten vermutet. Gut, die Rillen, die können jetzt von Sägen sein. Da muss ich leider passen. Vielleicht, wenn jemand das in den von meinen Zuschauern das wiedererkennt, was das sein könnte, gerne in die Kommentare. Ansonsten, soweit, so gut. Ich habe es noch mal ein bisschen weiter zerlegt und wenn man sich das Kabel hier anguckt, dann sieht man, dass da anscheinend noch komplette Isolierung dran ist. Also es sieht so aus, als wäre das nirgendwo angeschlossen. Das würde zumindest erklären, warum das Messgerät kapituliert hat. Machen wir noch ein kurzes Fazit, plus minus. Positiv war, es hat geleuchtet, man kann es als Nachtlicht verwenden, aber im Ernst, ein Gerät ist dann stromsparend, wenn es einen guten Wirkungsgrad hat. Das heißt, wenn es nahezu 100% der Energie entsprechend verwendet und daher, das erreiche ich nicht mit einem Stecker in der Steckdose. Und der Powerfaktor, das spielt eigentlich zu Hause keine Rolle und wenn, dann sind genaue Berechnungen erforderlich und nicht, ich stecke auf gut Glück was in die Steckdose. Und was die Glättung angeht, naja, vielleicht macht das Gerät das tatsächlich, mit Kondensatoren waren ja drin, aber wenn ich einen Powerlan habe, würde ich damit das Ganze vernichten. Also mein Fazit, es gibt bessere Nachtlichter und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, du kennst das ja. Vielen Dank.